Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs hier in der 14. Folge, in der vorletzten, die ich wohl vorproduzieren werde erstmal. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zu der Kampagnenmission. Leider haben wir da nicht wirklich einen Schnellreisepunkt, der wirklich viel näher ist. Werden wir einfach jetzt schnell hincruisen. Ja, ich kann immer nur wieder erwähnen, haut's mal in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Kritik ist gern angebracht, weil ich möchte ja immerhin meine Skills und alles verbessern. Ich weiß, ich bin nicht so der Entertainer vielleicht, ich bin so mehr der Let's Player. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn es euch stört, würdet ihr es ja, glaube ich, auch nicht gucken. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mich ruhig abonnieren. Aber nur, wenn ihr wirklich wollt. Es ist keine Pflicht. Ich zwinge euch nicht dazu. Das ist eure Entscheidung. Wenn euch natürlich der Content gefällt, seid ihr immer up to date. Ihr wisst, wann die neuen Folgen kommen, was für Games kommen und etc. Wenn ihr natürlich auch vielleicht Wünsche habt von Games, die ihr cool finden würdet, die ich vielleicht auch mal irgendwann zocken soll, haut das mir ruhig auch mal in die Kommentare. Ich habe natürlich jetzt eine gewisse Gameliste schon vorbereitet für mich, in einer gewissen Reihenfolge, was ich euch so zeigen werde. Wenn ich natürlich irgendwann vielleicht auch eine bessere Internetleitung habe, kann ich auch vielleicht mehr Videos pro Tag bringen, aber das hängt auch immer von der Upload- und Renderzeit ab. Aber nicht lang schnacken, wir machen hier mit der Mission weiter. Akt 2, zerbrechliche Ware. Ich hoffe, wir kommen da weiter gut voran. Robert Racine, ich fange mit dem Besitzer an und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Oh ja, da geht wieder viel Geballer los. Wir werden versuchen, das wieder so sneaky wie möglich zu machen. Das ist so mein Stil. Immer sneaky bleiben, bis es nicht mehr geht und dann volle Eskalation. Bis es nicht weitergeht. Ja, hier ist jemand, der dir in die Fresse schießt. Oh, wir kommen von der Seite. Okay. Wir kommen hier lang. Kommen wir hier irgendwo aufs Dach, das wäre praktisch. Ja, ich hätte ihn ausschalten können, aber ich mag das mit den Kopfschüssen eigentlich ziemlich sehr, weil sie dann wirklich tot sind. Und die haben irgendwie es nicht verdient, länger zu leben. Zack. Hier kann ich noch was sprengen. Gibt es hier irgendwo einen Lift aufs Dach? Na, wahrscheinlich nicht. Da ist so ein großer Typ. Kann man hier den Alarm auslösen? Ja, das mit der Explosion lief ja gerade ziemlich gut. Das ist so dieser Punkt bis zum Sneaky sein und ich wollte diesen großen Typen nicht entgegenstellen, weil der hätte wieder Muni gefressen ohne Ende. Zack. Zwei Kopfschüsse und weg mit denen. Jetzt müssen wir da hoch in das Büro. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Es könnte da vorne sein. Ah, hier kann man noch was sprengen. Das könnte vielleicht praktisch sein. Alter, aber da ist echt viel uns um die Ohren geflogen. Upsala, ich bin im Steam-Menü. Das seht ihr natürlich nicht. Und das Hacken ging ja mal leicht. Robert.
Schön, dich zu sehen. Oh, wir kriegen noch eine Verfolgungsjagd. Kriegst du mich aufs Kreuz, Mann? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Oh. Der will abhauen. Ups, ich dachte, können wir mit Escape schon früher rausgehen. Ich lasse dich nicht entkommen. Warte, Leute! Fliegt hier mal alles so um die Ohren. Sag mir nicht, ich muss mit dieser Schrottkarre hier fahren. Nee, ich muss nicht mit der Schrottkarre fahren, der fährt noch nicht los. Das heißt, ich kann mir noch ein Auto aussuchen. Mit dem bin ich wesentlich schneller unterwegs. Bam! Ah, schalten wir das Ziel per Takedown aus. Lass die Finger von Jack. Hat ja gut funktioniert. Was das angeht, ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst. Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Akt 2 Mission beendet. Ja, ich würde mal sagen, den Typen haben wir ziemlich gut ausgeschaltet. Also ich wollte ihn eigentlich nur rammen, damit sein Fahrzeug kaputt geht, aber er wurde irgendwie durch das Boot hier ziemlich hochgeschleudert. Es war etwas Glück. Also, wenn ihr auch das Level spielt, ne, probiert so wie ich. Es klappt. Ich hätte jetzt gedacht, die ist fehlgeschlagen dadurch. Naja, laber du mal weiter, das interessiert nicht. Alter. Ins Versteck. Das war, da können wir auch die Schnellreise hin machen, Old Motel. Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich mal. Ja, wir müssen die IP-Adresse. Wir müssen es. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Du glaubst auch wirklich. Egal. Ich habe leider keine Wahl. Musste immer so viele lange Selbstdialoge führen. Ganz ehrlich, ja, wir wissen es doch langsam. Und nein, der wird sie sicherlich nicht freigeben. Und ich wette, wenn wir das starten, geht gleich wieder irgendwo eine Ballerei los, weil wir irgendwas verfolgen. Oder wir müssen irgendwen verfolgen. Aber ganz ehrlich, das werden wir ja gleich sehen. Genau, lass die Tür offen. Dieser Hohnsohn. Verdammter Melo-Job. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht. Die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2OS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Bisschen. Minimal. Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara.
Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Ohren zu halten. Ich glaube, wir müssen hier nicht gerade ziemlich zu miteinander umgehen. Da drüben, der Balkon. Oh, ich dachte, ich stehe da hinter der Ecke. Ja, leicht verkackt, würde ich mal behaupten. Aber wir kriegen ja hier, upsala, noch einen neuen Versuch. Ich habe gerade gegen das Mikro gehauen. Es tut mir leid. Willst du mich verarschen, Mann? Ich weiß. Ich bin in Position. Alles klar. Lauf weiter. Fast geschafft. Ich kann das nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da. Ich verfolge ihn. Bam. Gut, dass ihr ihn seht. Ach da. Nein, 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 nicht lachen. Was wollen die denn? Wer sind die? Verstärkung ist da. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Wer von denen? Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig. Dreh uns raus. Schönes Auto hast du da. Ich erledige das hier. Sie stellen uns eine Falle. Ups. Ich bin mehr einfach deren Wagen. Na, da hinten werden wir gemütlich hinkommen.
Zack. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Nein. Plaudern wir etwa? So lange her, ich bin sprachlos. Genieß es. Ich markiere mir nur mal schnell das nächste Ziel, wo wir hin müssen. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jack, geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. So, ich kenne den. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Teilen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Erstmal. Es scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse ihn reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Ja. Gut, dass es hier schon mal gut geht. Wir sind auch dadurch hier schon im nächsten Missionsziel angekommen. Das werden wir auch noch diese Folge machen mit dem Fuß im Grab. Ah, ne, mit einem Fuß im Grab. Das werden wir jetzt auch hier noch machen. In dieser Folge haben wir gleich 2 oder 3 schon geschafft. Ich habe alles verloren. Das heißt, wir kommen richtig gut voran. Der Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Wird aber passieren. Hier. Danke. Diese Männer, wer sind die? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen formiert es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen.
Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Froh. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Dadsec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz eine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Das wird wohl dieser Shop sein. Ja. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Nein. Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Lassen Sie mich mitspielen. Hey, Poker. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Wird wohl wieder eine längere Folge werden. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Da habt ihr Glück. Ich weiß jetzt, wo ich Flur finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Na super. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich habe ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Noch ein schlechteres Auto ging auch nicht, ne? Komm nicht mal ein Transporter hinterher. Mit seinem Auto geht's wesentlich schneller. Da müssen wir hin. Dann eine Runde Poker mit Tobias Fluch. Ein Zivilist getötet. Tut mir leid. Ja, es wird echt eine längere Folge zugunsten für euch. Na gut, mich stört's auch nicht. Ich zocke ja, aber ich freue mich schon auf die Zeit, wenn es wieder rendert und hochlädt. Also ein paar Minütchen macht schon mal ein Gigabyte aus, letztendlich. Und ein Gigabyte mehr heißt längere Upload-Zeit, was echt nicht cool ist. Ja, ich hoffe mal, dass bald
die Leitung verbessert wird, dann kann ich mich, kann man upgraden und dann sollte das alles kein Problem mehr sein. Ah, ich hoffe, die Pokerrunde müssen wir jetzt nicht extrem lange spielen. Weil sonst wird es zu lang und ich muss da mitten in der Mission einen Cut machen, worauf ich keine Lust habe. Aber wer hätte auch gedacht, dass die am Anfang so lang mal wieder labern. Das ist echt schlimm. Ich dachte, man könnte starten, hätte man lieber einen Fixer-Auftrag oder so gemacht, dann hätte das mit 20 Minuten gepasst. Müsste es nicht wieder 30 Minuten lang gehen. Aua. Einmal Hex, praktisch. Haben wir auch. Und nochmal einmal Hex. Wenn wir auch noch einmal Hex gibt, wäre super. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Also gut. Sehr spannend geht es hier los. Er mischt die Karten. Wir haben Chips. 200 im Pot sind 3. Jeder kriegt seine 2 Karten. König und 6. Ich raise. Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Ich kenn ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Wow. Ging ja sehr lang das Kartenspiel hier. Stopp! Jawohl. Wer hat dich geschickt? Ja, hinterher rennen, das ist wunderschön. Ach, ruft nicht die Polizei. Das bringt eh nichts. Ich muss ihn fangen. Mein Gott. Lauf etwas schneller. Mich willst du gar nicht. Doch, dich will ich. Aber wirst du etwas langsamer? Ich hätte vielleicht abkürzen können, indem ich das Garagentor aufmache. Scheiße. Man muss da lang. Oh Gott, ey. Ein Pool ohne. Ja, werf doch. Schieß doch nicht. Schieß doch nicht so wild umher. Es bringt doch nichts. Mein Gott. Man kommt denen auch kein Stück näher, oder? Heidewitzka, jetzt lauf. Jetzt bin ich ein Stück näher gekommen. Jetzt konnte ich abkürzen. Zack. Ach komm, ich war da eben dran. Zack, jetzt haben wir ihn. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom. Kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Kasten. Ja,
So was mache ich, ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja, fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Hoffentlich kriegen wir von ihm mal so Ausrüstungsequip wie Blackouts und sowas, dass wir den nicht selber herstellen müssen. Stemcoms Blackouts, CDOS-Scans, das ist doch nice. Mit einem Fuß im Grab abgeschlossen. Damit ist auch die Folge abgeschlossen. Wir sind bei über 31 Minuten schon. Jetzt klingelt nur das Telefon, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, haut da rein.